Omut, Hallo? Ja. ich komme gleich. Okay. Ich habe geklärt, dass uns wer fährt, weißt du, weil wir brauchen Kameramann, ja. Also ein Kollege kommt, der fährt uns und ja, deswegen musst du kurz warten. Ja, okay, egal, ich warte hier einfach. Okay, warte kurz. 10 Minuten max. Okay, bis gleich. Heide. Alle, alles gleich. Was geht ab, Freunde? Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute überraschen wir 3 Zuschauer. Und zwar haben wir ein Gewinnspiel auf Watto gemacht. Folgt alle Watto. Und einen Teil der Gewinne werden wir live den Gewinnern überbringen. Umut hat sich 2 Gewinner in der Nähe ausgesucht. Und ich werde mir auch noch einen aussuchen, die dann 2-mal eine Playsee bekommen. Und 1-mal ein iPhone, ein neues. Was ich noch im Auto habe. Plus, ich habe hier extra noch die allerletzten übrigen Watto-T-Shirts. Oh, es ist nur eins. Es hat doch nur eins. Das allerletzte Watto-T-Shirt, Leute. Und das werden wir den Zuschauern heute persönlich überbringen. Ich habe nicht so viel geschlafen, ich habe nur 1 Stunde geschlafen, weil ich heute Morgen auch schon schwimmen war. Ich weiß nicht mehr warum. Ich bin einfach ohne Schlaf ins Schwimmbad gefahren. Ich warte jetzt auf Michael und dann holen wir Umut ab. Ich könnte eigentlich Umut miese pranken und so einen Hot Chip in ein Getränk machen, theoretisch. Aber er hat schon letztens ein Hot Chip gegessen. Das ist eigentlich dick respektlos. Bin ich aber respektlos? Ja, ich bin Hamed Loco. Ich kenne keinen Respekt. Wir werden aber nicht den ganzen Chip reinmachen. Wir werden nur so ein kleines Stück abbrechen, sonst zu viel. Oha! Meine Hot Chips wurden geklaut, Bruder! Hey, man's Eimer mit Kurden, Bruder, ja. Ich hatte 6 Stück oder so, es sind nur noch 2. Wer hat meine Hot Chips geklaut? Ich lasse nie wieder irgendwen zu mir nach Hause. Original. Letzter Stream, der überhaupt mit irgendwem zusammen war. Ab jetzt von mir zu Hause nur noch Einzelstreams. Es werden nur Sachen geklaut, Digga. Ich habe jetzt nur noch 2, dann mache ich das doch nicht. Ich habe aber was Lustiges hier, Eine Spider-Man-Maske. Ich zieh den mal an, Ich hatte für Umut auch eigentlich Batman geholt, aber irgendwie ist Batman nicht angekommen. Aber ein Zuschauer wird heute von Spider-Man überrascht. Wenn das denn überhaupt geht. Ja, es geht. Mein Kopf ist sehr groß. Ich glaube, das sieht echt kacke aus. Warum sehe ich nichts? Warum kriege ich keine Luft? Okay. Jetzt Spider-Loco. Digga, die ist so cool, die Maske irgendwie. Und los geht's. Ich könnte den Zuschauern auch eigentlich was von meinem Getränkepartner schenken. Wäre doch auch korrekt, oder? Ich kann ja quasi Explore Sport einfach sagen, die sollen mir mehr schicken, wenn ich nichts hab. Ich hoffe, es ist okay, Explore Sport. Ich schenke denen was von den Getränken. Leute, check Explore Sport ab. Das ist ein Getränk wie Powerade und es ist jetzt frisch in den Märkten angekommen. Aber noch nicht in Kaufland und so, nur bei den Türken. Da gibt es schon viele jetzt. Am Anfang wenige, jetzt gibt es in mehreren Läden. Jetzt könnt ihr es auf jeden Fall abchecken bei den türkischen Märkten. Ich schenke denen jetzt was, Explore Sport. Ich hoffe, das ist okay. Hashtag Werbung wird jetzt hier hingeschrieben. Danke für die Getränke. Ich werde aber heute den Robin Hood spielen und die Getränke Zuschauern geben. Ich hab noch welche im Auto. Aha, ich wusste, ich habe noch Getränke da. Und das eine iPhone, was wir heute abgeben. Und da ist unser Mann für heute, Michael. Der die Kamera übernehmen wird und fahren wird. Michael hat übrigens auch ein Twitch, falls ihr euch schlechte Twitch-Streams angucken wollt. Dann könnt ihr das auch machen. Link ist in der Beschreibung. Hey, make mal the coffee room auf, man. Geil. Alter, wie sauber ist dein Kofferraum? Alles klar? Nein. Nimm mal die Kamera an die Hand und film mal da lang, aber guck auch nur in die Kamera, okay? Und dreh dich noch nicht um. Und ich sag dir gleich, wenn du dich umdrehen sollst, okay? Okay, dreh dich um. Umut wartet schon seit 1/2 Stunde. Wir machen Jokes mit Spider-Man, wenn ich die Maske an und so. Okay, wir holen jetzt Mut ab, der Arme. Was macht der da, Digga, mit Maske? Spider-Man? Junge, ich warte seit 1 Stunde, Bruder. 1 Stunde. Ich fahre schon um 9 Uhr, Bruder. 1 Stunde. Wegen ihm sind wir zu spät. Warum gibt's ihm und wegen ihm? Kleiner Hund, Digga. Scheiß Russisch, scheiß Pelemeni, Digga. Das darf ich. Ich hab einfach auf dich geschoben, Digga. Du bist ein Bastard. Ich glaube, die haben. Also kann sein, dass die mich auch nicht kannten, aber die haben mich safe nicht erkannt, Bruder. Du bist so behindert. Natürlich kannten die dich, Junge. Aber die haben mich nicht erkannt. Ja, die haben dich mies nicht erkannt, Bruder, mit Spider-Man-Dings. Wie sollen die dich erkennen? Digga, das ist voll geile Tarnung, Digga.
Ja. Bruder, die gucken so, weil die sehen Spider-Man, Bruder. Nicht, weil wir irgendwie YouTuber sind oder so. Das juckt die gar nicht. Willst du so einen Laden rein? Ja, normal. Oder die denken, wir machen einen Überfall. Egal, was sollen die denken? Die YouTuber, oder? Ganz klar. Und er hat sich bestimmt was gut gemacht. Okay, wir suchen jetzt. Wir hoffen, es gibt Playstations hier im Laden. Weil der Laden wird gerade umgeräumt und es gibt hier ganz, ganz wenige Sachen. Und wir brauchen sogar zwei Playstation. Haben die? Jawohl. Die mit Laufwerk günstiger? Die mit Laufwerk sind günstiger, Bruder. So. Aha, will hier einer Geld sparen? Ich habe nicht geschrieben, was in der PS5. Wir haben geschrieben, neue PS5. Ja, Digga, reicht doch. Hol einfach zwei PS5. Dann nimm einfach den günstigen Ding, aber dann kaufen wir auch eine. Okay, dann machen wir einen Deal. Dann kaufe ich eine und du leckst danach meine Eier, Bruder. Ja, okay. Ist das gut? Hab ich zum Mund gemacht, ja. Warte mal, welche ist das? Ich darf nicht die für 600 Euro, Bruder. Aber guck mal doch. Nimm die hier, Bruder, mit Final Fantasie. Niemals. Final Fantasie. Was ist mit der, Bruder? Ja, soll ich die holen? Ja. Eigentlich schon. Mit wem hat Geld sparen? Das ist günstiger, Bruder, ja? Yalla. Let's go. Oh mein Bruder, du bist breiter geworden ein bisschen, oder? Wie oft warst du Fitness? Hä? Viermal die Woche. Ernährungsplan von Arda, rote Beete. Ja, aber jetzt ernsthaft jetzt? Ja, ja. Sag Walla. Walla Billa. Boah, stark, mein Bruder. Ja, ich würde dir Hand geben, aber geht nicht. Du musst tragen. Ellenbogen, Bruder. Ich mach Kamera aus, Digga. Ich frag ihn ehrlich jetzt, Bruder. Er sagt, nein, Bruder, ich hab doch Ballabila gesagt. Oh mein Gott. Er sagt Ballabila, als wäre das von Haribo irgendwas zu essen. Hey, Junge, ich hab mir auch noch geglaubt, Mann. Digga, der Verkäufer fragt uns einfach, warum ich eine Maske trage. Ehrlich. Und Umut sagt so, ja, der ist zu fame, das ist der Bruder von Cristiano Ronaldo. Und dann, der hat einfach mitbekommen von unserem Wattoshop. Er sagt einfach, ja, letzte Woche ging ja auch zu krass ab. Das wollen wir ja nicht hier im Mediamarkt, Bruder. Er denkt ehrlich, wenn ich Maske ausziehen würde, hier wird so abgehen und sowas, ne? Bruder, original, vielleicht einer gibt mir eine Backpfeife und geht einfach, es wird nichts passieren. Jungs, bewertet mein neues TikTok. Oh, das sieht gut aus. Ich dachte am Anfang, da so eine Kachbar, die tanzt, Bruder. Das will ich, Bruder. Diese Bogen-Tanz-Kids krass. Ja, das ist hochgegangen, Junge. Bruder, kannst du mir einmal geben, Bruder? Ich hatte lange nicht mehr. Was geben? Bruder, geben einmal. Lange nicht, ist egal. Was denn, Bruder? Du weißt was, Bruder. Einmal. Ich weiß was. Netz. Hä? Bisschen Netz in dein Gesicht. Nein, ich geb dir Netz, Bruder. Peter Parker, Digga. Nein. Sein Parker. Da hat man Kanaken aus dem gemacht, Bruder. Aber warum gibt es keine Kanaken-Version von Peter Parker? Check ich nicht. Also, Kanaken-Version von jeder Dings, von jedem Film geben, oder was, Bruder? How ja, Match muss, mit 5 Kanaken. Muss. John Potter, Bruder. Kriegen Angst. Digga, das sind einfach ein paar Kinder, die haben mir zugewunken, weil ich Spider-Man bin. Er hat mir wieder gewunken. Ich bin aber heute einfach Spider-Man. Sorry, ich wollte deine Show nicht stillen, aber du müsstest einmal die Maske abziehen. Ach so, weil ohne Maske dürfte da, also mit Maske dürfte da irgendwie reinkommen. Ich verstehe, ich verstehe. Okay. Tut mir wirklich leid. Wow. Ich zieh Maske ab, Digga, der Verkäufer sagt, ah, jetzt weiß ich, warum du Maske aufhattest. Digga, die machen mich ehrlich zu Michael Jackson. Ich hab Bild einfach mit Mediamarkt-Mitarbeiter gemacht. Aber er ist voll korrekt gewesen. Auf, ja, ja. Ehrenmann. Er will Bild mit mir machen. Er fragt, ob Hotchip wirklich so scharf war wie in dem Video, wo Mert den gegessen hat. Ich sag so, keine Ahnung, ich habe ihn nicht gegessen. Original, das einzige Mal, als ich einen Hotchip gegessen habe, war, ich habe ein Stück abgebrochen und dann wieder ausgespuckt. Darf ich ein Foto mit dir? Ja, normal. Alles klar? Oh mein Gott. Darf ich? Einmal reinbeißen darfst du. Nein, wo ich noch reinbeißen hier. Da ist eine Rutsche. Die sind mir gerade ein bisschen zu viele Real Talk, Digga. Sind es irgendwie mehr geworden oder ist es einfach meine Eier, die kleiner geworden sind? Das machen. Warte, gib mir eine Sekunde. Ja, okay, warte. Right?
Ey, Bruder, immer wenn der probieren will, das fuckt mich ab. Warum? Bruder. Ja, ich schwöre. Ich will doch nur probieren, Bruder. Ich sag stopp, okay? Okay. Okay. Stopp, Bruder, stopp, Bruder, stopp. Willst du bei mir auch probieren, Bro? Ja, Mom, er hat mir einen Milchschluck gegeben. War ein Milchschluck? Mein Gott, ich hab einen Bubble bekommen. Stopp. Oder immer trinkt er meine Sachen aus, er isst mein Essen auf oder alles. Wir waren jetzt zum ersten Zuschauer, der eine PS5 gewonnen hat. Über Umut. Wie heißt der Umut? Eihahn. Eihahn? Ja. Ja. Eierhahn, Bruder. 07er. Einfach Eierhahn. Fußballer, Bruder. Fußballer. Ist er? Bei welchem Verein spielt er? Paderborn Jugend. SCP? Ja. Oh, krass. Spaß, nein. Er spielt irgendwo anders. Ja, woher, Bruder? Da, vielleicht kenne ich den Verein. Ja. Guck mal. Das ist der Verein, wo du auch damals gespielt hast. Laber, kein Scheiß. Paderborn Heide, Meide. Bruder. SV Heide? Ich hab grad kein Internet. Ich glaub schon. Ja, krass. Okay, dann gönn ich ihm. Ey, Bruder, es kriegt gleich einfach einer eine PS5 geschenkt, ne? Einfach so, Bruder. Bruder, stell mal vor, wir hätten damals einfach so PS5. Bruder, ich hatte meine erste PlayStation mit 17. So extra arbeiten gegangen, um mir die zu holen. Bro, nicht mal ich hab eine PS5, Bro. Keiner hat gefunden. Eiern, Bruder. Nein. Du machst ja immer zum Hund der Arme, ja? Okay. Sollen wir heimlich Michael einfach eine schenken, Digga? Mit Lügen. Und der nächste nicht, Gewinner. Oh mein Gott! Michael ist der Gewinner! Oh mein Gott, Leute! Leute, es ist zwar ein großer Zufall, aber einer der Gewinner ist Michael. Wir werden ihn jetzt als erstes überraschen und dann fährt er uns zu den anderen. Okay, wir sind da. Komplett bis zum Ende? Spider-Man heute. Ja, aber Bruder, der arme Junge, der soll sich doch freuen, dass er dich sieht, Bruder. Ja, okay, irgendwann zieh ich ab. Okay? Ja, aber erstmal nicht. Erstmal das so richtig so dieses, das soll erstmal nicht passieren eigentlich. Das war schon immer mein Traum, irgendwann YouTuber zu werden und genau dieses Video zu drehen, wo ich Zuschauer überrasche. Spider-Man-Maske? Nein, nicht mit Spider-Man-Maske, aber das ist jetzt einfach so gekommen. Damals, als ich so, also ich hatte noch nicht mal YouTube-Kanal, ich dachte mir, boah, wie geil wäre das. Und jetzt machen wir das, Bruder. Alles erreichen, Mann. Bruder, du doch auch. Du machst genau dasselbe, nur dass du das nicht wolltest damals. Ich Geld verdienen, inshallah. Reicher Mann irgendwann. Stell dir vor, die warten einfach draußen auf uns. Warte, ja, genau. Eigentlich wollten wir die Leute überraschen, aber Umut hat seine zwei Gewinner einfach schon angeschrieben. Oder? Aber ich habe gesagt, deine Eltern machen die Erlaubnis. So und so. Ich habe die Nummer von den Eltern genommen. Das heißt, die Kinder dürfen eigentlich nichts wissen, wenn die Eltern nicht Bescheid gegeben haben, inshallah. Ja, also. Das wird die werden trotzdem noch ein bisschen überrascht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ja, Mann. Was geht ab? Was geht ab? Ist der Game Master? Ich bin Peter Parker. Spider-Man. Oh mein Gott. Radiga, wo kommt ihr her? Wo kommen wir her? Wir sind hier extra hingefahren, um die PlayStation zu bringen. Oh, Ehre, Mann. Wir haben sie gerade noch geholt. Dankeschön. Ich bin Peter Parker. Ich bin auch Peter Parker. Es geht. Skip. Okay, Kelle. Oh mein Gott. Ich bin Digga, was ich bin es. Wie geht's dir, Bruder? Alles klar? Ja, guten dir. Hast du dich erkannt? Aijan. Aijan? Ja. Du spielst für Heide, hat er mir gesagt, ne? Sehr schön, Bruder. Welche Ding? C-Jugend. C-Jugend? C1? C2 leider. C2. Wer ist dein Trainer? Bruder, mein T1-Trainer hat mich nicht hochgenommen. Wie heißt der? Toni, wenn du das siehst, Junge, mach mal deine Arbeit vernünftig. Ist Heide gut auf dem? Heide ist gut. Ja, ich will Landesliga. Aber du hast doch gespielt, Bruder. Du hast auch da gespielt. Was soll das heißen? Banana. Ich war Kreisauswahl. Abo. Ja, gib mir jetzt mal den Arm seine PlayStation. Hast du PS5 schon? Sei ehrlich. Nein, ich hab PlayStation. Nein, das ist für ihn, Bro. Ja, das auch für dich auf jeden Fall. Und die PS5. Danke. Ja, Mann. Boah, jetzt Upgrade. Wie laut ist deine PS4? Sei ehrlich. Sehr laut. Sehr laut, ne? Ja. Aber ich habe lange nicht mehr gespielt, so. Weil es zu laut ist, Digga. Ja, jetzt hast du eine PS5 mit der du zockst. Wie oft hast du mitgemacht beim Gewinnspiel? Hä? Wie oft hast du mitgemacht? Digga. Ich habe gesehen, Bruder, ganz halt voll. Ja, Digga. Bruder, ich habe gesagt, dann hat man eine höhere Chance zu gewinnen, wenn man oft mitmacht, Bruder, ne? Ist normal. Ja, oft kommentiert, ne? Ja, wenn man oft kommentiert. Ja, stimmt. Ja, danke. Hat sich gelohnt. Kein Problem, Bruder. Du bist der Erste, den wir hier gerade besuchen. Ja? Ja. Ja. Oh, krass. Freust du dich? Der kleine Bruder. Sehr, Digga. Was geht ab, Chef? Alles klar? Hi. Alles klar? Wie geht's? Alles gut, Bruder? Ja, auch was. Hallo. Hi, Chef.
Ist der Vater, ne? Ja. Hallo. Ja, danke. Bei euch, also gut? Ja, ja, auch muss, ne? Dankeschön. Ja, kein Problem. Ja. Er hat's verdient. Er hat hart gearbeitet auf jeden Fall. Er hat oft mitgemacht. Sehr oft. Ja. Habe ich ihm nicht gesagt. Das war Überraschung. Ehrlich jetzt? Ja. Warum? Ja. Wie bist du rausgekommen? Ich hab euch gesehen, Digga. Ich hab irgendwie gesehen, dass die Tür da... Ich hab's hast du gehört, oder was? Ja. Junge, Mann. Digga, das war... Oder? Mach die Tür leise zu! Junge. Nein, ich hab ihm nicht gesagt. Ja, er hat die Tür zu laut zu. Digga, das war aus Versehen. Ja, egal. Er war überrascht, als er euch gekommen hat. So zurück, auf einmal siehst du Spider-Man viel Fußball. Hab ich gesagt, oder? Ey, ich würd Angst haben, nicht überrascht sein. Ich glaub, komm, Bruder, als wäre ein Mann hier rausgekommen. Er sieht Spider-Man gut. Ja, komm, ja, komm, wir kurz rein. Hallo. Hi. Hallo. Oder das ist auch echt ein dickes Upgrade, ja? Ja, das Zimmer ist zu klein, aber ich werde das schon irgendwie hinbekommen. Oder das gibt mir ein bisschen Vibes von meinem alten Zimmer, Bruder. Ja? Ich habe auch genauso ein PC benutzt. Rojo hat den bis vor kurzem immer noch benutzt. Was, so ein Monitor? Ja, so einfach so ein, quasi so einen kleinen Fernseher als Monitor benutzen. Auf clever. Klar. Ja. Das ist ehrlich clever. Und hier man, kommt ein dickes Upgrade hin. Ich werde einen neuen Tisch holen, einen neuen Fernseher und so und dann... Ja, Mann. Aber geil, Upgrade. Digga. Freut mich auf jeden Fall. Mann, ich muss jetzt hier gucken. Ich hoffe, dass... Aha! Ich hoffe, dass... 5. Boah, nein! 5? Ja, Englisch. Why? Why? Du kannst nicht Englisch. Also, es ist das mit... In Englisch, please answer in English. I only understand English. Kannst du nicht? Doch, aber mündlich bin ich kacke. Ah, nein, nicht mündlich. Bruder, aber 5 ist doch schon schriftlich. Schriftlich ist schon echt schlecht, 5, ja. Warte, sag mal, wie du heißt, einfach auf Englisch nur. Warte, ja, man weiß nicht, Bruder. Kaijan. Oh, war gut. Das ist 5. Ich dachte, der Akzent ist jetzt vielleicht gerade das Ist oder so. Ist es auch wenn du jetzt Blazy hast, nicht immer Blazy spielen und in der Schule lernen, mach Papa kannst stolz. Du kannst mit Blazy Schach oder so. Diese Lernspiele, hätte immer so ein Lernspiel dazu gekauft. Ey, da, Digga, war sehr, sehr cool. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ein verdienter Gewinner. Verdienter Gewinner, ich sag's euch. Wir gehen jetzt noch zwei andere Leute überraschen. Einen in Bielefeld und einen müssen wir noch gucken. Ja. Da, hat mich gefreut, ne? Ciao, ciao. Ich wünsche euch was. Dann mag ich. Durch, ciao. Ne? Ciao. Ich muss sagen, erster Gewinner, die waren sehr, sehr süß, die Familie. Ja, die waren sehr, sehr nett, sehr, sehr lieb. Ich denke mal, du machst P5-Ding auf. Da ist gar keine P5 drin. Wir haben Steine reingepackt. Ciao. Mach's gut. Haut rein. War ehrlich süß, ne? Die kommen sogar noch an die Tür und sowas. Also richtig gastfreundlich. Gewinner. Ja, ja. Ey, du hast einen richtig guten rausgefunden. Ja, oldig, ja. Erster war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Am Ende, das ist so jemand, der ist so voll unfreundlich. Man gönnt ihn gar nicht. Das ist auch Kelleck so. Er nimmt so und er ist so... Danke. Weißt du, ich meine? Er macht nur so, er macht sich Türen so, Tür so Schlitz auf, Bruder. Oder er beschwert sich. Ja. So lange Bruder, ich warte schon hier seit 2 Stunden, Bruder. Ich hab heute den ganzen Tag gebraucht. Ich freue mich gar nicht mehr, ja. Gib mal diese scheiß Face, der macht so viel zu und so. Die haben uns auch hier gesagt, kommt rein. Ja, und so fand ich es süß, mein Gott. Mal süß. Ah, jetzt waren wir zum nächsten Gewinner. Ich weiß gar nicht, ob jetzt der nächste iPhone oder PlayStation ist. Aha, und in Bielefeld angekommen. Hier sind die anderen beiden Gewinner. Erstmal kommt wieder eine PlayStation 5. Das hat ein Mädchen gewonnen, ne? Ja, Sophie. Sophie heißt sie? Sophie, glaube ich. Chef, du sagst Namen falsch. Das wäre ein bisschen cringe. Guck mal ein bisschen nochmal. Ich habe Namen falsch geschrieben bei Nachrichten, wo ich Mutter angeschrieben habe. Sag ja, Sophie hat ja die Dings gewonnen. Sagt ja, Sophie hat sich auch voll gefreut, dass sie gewonnen hat. Ich sag, Bruder, fränkisch. Ja, okay. Dann guck mal bitte, wie die heißt, Bruder, bevor du gleich wieder falsch sagst. Okay, Sophie. Klingt das oder nicht? Inshallah. Meine Mutter wäre sauer, wenn ich das nicht sehe. Sophie? Komm. Boah, riecht sie richtig gut, Männer. Ja, auch noch mal. Hi. Wie geht's? Hallo. Hi, was geht? Das ist dein Bruder? Ja. Wie geht's? Jetzt gut? Und du bist? Ich bin Spider-Man. Okay. Hier, deine PlayStation. Wie du dich an die Tasse? Das hast du jetzt auch ein paar Mal öfter mitgemacht, ne? Ja. Wie geht's dir? Okay. Ja, auch. Das ist wirklich von euch geschenkt. Ja. Wir hatten noch extra ein Shirt mit. Wir wollten das irgendwie mit. Aber wenn du eh dabei bist, dann ist das auch noch, ne? Ja. Wir haben hier Marco, ne? Ja, genau. Seid ihr Italiener? Polen. Polen, Digga? Ja. Du siehst ein bisschen aus wie ein Italiener, Digga. Als Kompliment. Nicht, dass Polen nicht hübsch sein können oder so, ne, aber zum Beispiel diese östlichen Gene meist, also voll oft sind auch echt hässliche Leute aus dem Osten. So Russen oder so zum Beispiel. Egal, okay, wir haben verstanden, ja. Warte, wo ist das Auto? Am
wir das weiter getragen? Das da hinten, Bro. Ah, okay, perfekt. Wir haben einmal das Blau. Das ist ein Original, das ist einzige T-Shirt, was ich noch habe. Ich habe selber nicht mal beide. Einmal, weil die weg sind. Ich habe die nicht. Aber ich habe noch eins von M, weil Omet mir das gekauft hat. Omet, ne? Der hat mir die geklaut und ich habe eins aus seinem Rucksack gezogen. Deswegen habe ich noch eins mit. Dein Pokal ist kaputt, ne? Rohrt hat den kaputt gemacht. Ja. Respektlos. Rohrt klaut erst mein Pokal, wo ich ihm gesagt habe, wie viel der mir bedeutet. Weil er hat ja gar keinen materiellen Wert. Den kann man ja nicht mal verkaufen. Das heißt, er hat ihn einfach nur geklaut, um mich abzufacken. Und dann hat er ihn auch noch kaputt gemacht. Grüße gehen raus an Rohrt, Digga. Also es wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben. Gerne wieder das Shirt, Bruder. Das Original, wirklich das letzte Shirt. Auf Ernst ist jetzt. Bis dahin, Bruder. Gerne. Hey, ich wünsche euch was, ne? Ja, danke schön. Ciao. Ciao. Passt auf euch auf. Dankeschön. Hau rein, ne? Ciao. Mach's gut, Markus. Hau rein. Alles Gute. Ciao. Glückwunsch nochmal. Jetzt kenne ich euch. Ciao. In einer Woche kommt ihr wieder. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ich bin mal eingeladen. Die waren auch cool. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, weil die meinte so nicht aufnehmen und so. Ich hatte das Gefühl, das wird so ein bisschen unangenehm. Ja. Aber die Tochter war unnormal schüchtern. Die war so schüchtern, aber die war halt süß so, ne? So ein kleines Mädchen, was halt denkst, man hat gemerkt, war voll nervös. Aber die hat sich voll gefreut, so hast du mal gesehen. Ja, die hat sich immer mal gefreut. Und dein Bruder. Der war fresher Chico, ne? Der Bruder. Boah, ehrlich. Der war fresh für 16, der hat Safe Chayas, Bruder. Kann sein, mehr Chayas als ich. Und als ich zusammen, Bruder, aber das sind ja nicht, weißt du, dann, ich glaube, auf das so Ding viele ist, kommen wir nicht, Bruder. Ja, so. 0 plus? 0? Na, was? Mindestens 10. Bruder, warum untertreibst du sein? Und dann warum reißt du was mich zum Mund, dass ich nur 10 habe, Bruder, ja. Wie viele hast du? Wie viele Chayas? Boah, warte, ich brauch ein paar Minuten, um zu gucken, oder? Nein, sag ungefähr, Bruder. Ungefähr, okay. Ja, ungefähr. 85 würde ich schätzen. 85? Ja, lech, Bruder. Jetzt aktiv aber. Was? Jetzt aktiv. Ich meine nur hier aus Bielefeld, Bruder. Bruder, ich habe 85 in dieser Straße. Das ist hier alle Omas, Bruder. Einfach alle, Bruder. Ja, okay, wir gehen jetzt zum letzten Gewinner. Das Ding ist, bei dem letzten Gewinner, der weiß noch gar nicht, dass er gewonnen hat. Gar nichts. Hier, gar nicht. Bei Umut wussten die quasi schon, weil er die schon angeschrieben ja, hat. Ja, ich glaube, das Mädchen wusste auch, weil die Mutter konnte nicht perfekt Deutsch und die hat dann safe die Kinder gefragt. Warum? Er hat aber geschrien, ist wieder reingegangen. Ist der mit Deutsch das gedacht? Ja. Salam alaikum. Auf jeden Fall, hat er mir eine Nummer hinterlassen und wir werden da jetzt erstmal anrufen bei dem Typen, je nachdem, wessen Nummer er hinterlassen hat. Ich habe extra gesagt, hinterlasst mir eine Nummer von euren Geschwistern oder Eltern. Da rufen wir jetzt an. Die Nummer, die er mir gegeben hat, ist einfach eine Festnetznummer. Also dieses 052. So, er hat eine Familiennummer gegeben. Ich rufe da gleich an, er kann ehrlich rangehen, theoretisch. Weil er immer, Junge, Mann, ey, was ist das denn? Egal. Wir rufen da jetzt an. Hallo. Ich hoffe, der geht nicht ran. Hallo? Spreche ich da mit der Mama von Ashwin? Ja. Ihr Sohn hat bei einem Gewinnspiel von uns mitgemacht und ein iPhone gewonnen. Aber sie dürfen es ihm nicht. Nein, nicht. Nicht sagen. Nicht sagen. Sie dürfen es ihm nicht sagen. Nein, sie dürfen es ihm nicht sagen, nicht sagen. Abi. Fehlgeschlagen, Leute. Sie hat doch nicht gewonnen. Boah, ich hab verstanden. Was hat sie gesagt? Ahmed, du dummer Bastard. Ja. Hallo? Herr weiß es schon, Bruder. Abi, lasse. Mit wem spricht sie, Bruder? Ah? Schäfer, sie spricht mit mir. Hallo? Ja? Ist da noch die Mutter von Ashwin? Ashwin ist nicht da. Ashwin ist nicht da? Ich kann nur Deutsch, leider. Hey, hör auf, Bruder, tschüss, die redet mit uns. Die redet doch gar nicht mit doch. Uns. Doch. Die hat doch einmal von Deutsch geredet. Kenn ich. Du, Bruder. Bruder, warum musst du auch sagen, du, Digga, ehrlich. Warum musst du mit uns geredet, Bruder? Du sagst, du, die hat nicht mit uns geredet. Doch.
Deutsch. Ich habe Hallo gesagt, sie meinte Hallo und dann hat sie. Nein, aber sie hat zwei Minuten ihre Sprache. Ich glaube, sie dachte, sie wir verarschen sie. Ja, das ist ein Cousin von ihr. Aber dann sagt man Deutsch, aber du, Digga. Ich dachte, die hört uns nicht. Oh Mann, Bruder, was machen wir jetzt? Fahren wir einfach dahin? Digga, das, ja, hat sich zu Hause reicht. Ja. Das hat sich angehört wie der mieseste Telefonverarsche, Bruder. Aber trotzdem, Hallo, Bruder. Sie haben mein iPhone gemacht. Ja, Bruder, ich höre nur Abi. Bruder, was weiß ich? Nein, Bruder, du musst anders angehen, Bruder. Jeder denkt, das Telefonverarsche. Ja, soll ich sagen? Oh, ja, mein Jumalek, was soll ich sagen, Digga? Nein, du sagst. Komm mal, wir fahren einfach dahin, okay? Ah, yalla, wir fahren einfach dahin. Aschwin, vielleicht hast du Glück, Bruder, aber vielleicht kriegst du das iPhone doch nicht, Bruder. Mal wenn Aschwin nicht da ist, Digga, verlosen wir es nochmal. Bruder, bitte noch einmal. Warte, er meinte gerade, er Drake gesehen hier auf dem Bild. Und er meinte, das ist Drake. Und er wollte so flexen, dass er ihn kennt. Und er meint, er kennt ein Lied von Drake. Bitte sing das nochmal. Bruder, ich kann das war das gut, nicht. Das war gut. Auf Ernst, sag nochmal gerade. She said, do you love me? Da, 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 da. I look like a Malaki. Bruder, ich kann das nicht. I look like a Malaki. Probier nochmal. She said, do you love... Ah, I only love my mom and my dad. I'm sorry. Wir sind angekommen auf jeden Fall. Zweiter Spot, der Gewinner des iPhone 14. Hoffentlich. Da war eins. Ah ja, genau, falls er aufmacht. War da eins? Ja, da war eins. Ey, wir müssen auch. Ey, Digga, ich weiß, glaube ich, denke seinen Nachnamen gar nicht. Wir müssen gleich einfach bei so einem. Also Namen klingeln, wo wir schätzen würden, dass das sein Nachname ist. Oder wir klingen einfach irgendwo und sagen, wo ist Aschwin? Oder wäre doch nicht nötig gewesen. Oder ich küsse dein Auge, du bist der Beste. Ey, lass. Wäre nicht nötig gewesen. Ey, lass los. Wäre doch nicht nötig gewesen. Bruder. Bruder, ja. Du musst mir nicht schenken, wenn du nicht willst. Bruder, das ist aber korrekt von dir, so. Küsse, ich komme eh neue Handy, deswegen passt. Bruder, gib mir. Hau rein, danke schön. Danke, dass ich beim Gewinnspiel gewonnen habe. Können wir noch ein Bild zusammen machen? Nein. Nein, oh Mann, egal, ich habe iPhone rein. Abo. Achso, ich denke, ich habe unser Spiegelbild gesehen, dachte, jemand kommt runter. Digga, das ist ein... Lass mich. Safe das hier, Digga. Was? Safe Salvachan dran. 100%. Karaman. Ich leg mein Dings in Dings, das ist das. Und du klingst... Okay. Das ist das, safe. Wie heißt er nochmal? Aschwin. Glaube ich, Bruder. Aschwin oder Aschwin. Aschwin. Ich habe mein Handy nicht dabei. Guck hier nach, ne? Geht ab, Alter. Ist Aschwin da? Damit? Ja. Was machst du hier? Bruder, wo ist... warte, wer bist du? Adina. Wie? Ich komm hier auf Aschwin. Wo ist Aschwin? Ich melde sie. Ist er gerade am Kacken? Ja. Wie geht's dir? Ja, auch. Dürfen wir reinkommen? Ja, dann komm. Okay. Boah, guck mal, so sieht aus, wenn Besuch da ist. Genau, Bruder, genau so muss es aber auch aussehen. Hallo. Hallo. Ja. Ja, komm. Wird einmal kurz angerufen, aber dann ist er mal überfordert, glaube ich. Danke. Aschwin, lass dir Zeit, Aschwin. Wie alt bist du? 18. 18 und Aschwin? 20. 20? Krass. Ja. Das ist genauso alt wie ich. Dein Bruder hat gewonnen bei Gewinnspiel, Bruder. Schwer, ich schwöre Gott. Er kann mir das geben. Ja, soll er dir geben? Ja. Versuch ihn gleich zu überreden. Oder soll er dir geben und sagen, du hast gewonnen. Ja, wer ist der Stärkere von der Kleinen, obwohl du kleiner bist? Ja. Du sollst die aufhetzen, ne? Sei ehrlich. Ich hab Bruder, wenn du gleich. Aha! Aschwin! Bruder, du hast gewonnen, Bruder! Was geht? Wie geht's, Bruder? Ciao, Ding, Bruder! Wie geht's? Was geht? Bro, ich hab deine Nummer angerufen, aber sie hat mich nicht verstanden, Bruder. Ich hab mich auch angehört wie ein Scammer am Telefon. Du hast gewonnen, Bruder. Bruder, wie random, Digga! Ciao, Digga, was geht? Was geht ab, Alter? Bruder, man muss sagen, wir waren unten und wir hatten deinen Nachnamen nicht, oder? Nachnamen. Ich wusste direkt. Aschwin, und dann dieser Name, Digga. Ciao, Digga, ich muss kurz Snap machen. Ja, normal, Bruder. Aber ey, dein Bruder meinte, du musst ihm das eigentlich geben, das Handy. Nein, Digga. Hier ist Hammer, grüß mal. Was geht ab, Jungs? Bruder, du hast eh keine Bitches auf diesem Snap, ja. Also. Für Kollegen. Ja, scheiß auf keine Kollegen. Aschwin, Bruder, ich küsse deine Augen, du bist der Beste. Weltmeister. Ich seid jetzt sechs Glückwunsch, Bruder. Na, ja, hier hat aber noch wer gewonnen nach Bielefeld. Und dann haben wir. Dann sind wir noch zu D gefahren, mäßig. Krass, Digga. Ja. Echt krass. Weird, ne? Sei ehrlich. Ich hab noch nie ein Gewinnspiel gewonnen, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Ja, Bruder, ich auch nicht, Digga. Ich hab nur mal so geguckt, so seine Story. Okay, schreib einfach so. Hast du einmal mitgemacht oder öfters? Nein, ich hab einmal, Bruder.
So random einfach. Dann hat er sehr viel Glück gehabt, Bruder. Bruder, das Ding ist, guck mal, er hat schon die Gewinner ausgewählt und wir mussten nach Bielefeld fahren. Das heißt, ich guck Nachrichten, wer kommt entweder Paderborn oder Bielefeld oder Nähe, so Münster, so. So random, ich klicke auf eine Nachricht, da stand direkt Bielefeld. Ich so, boah, Jackpot, da fahren wir hin. Krass. Das ist gut, dass ich hier wohnst, Bruder. Ja, aber Gott, ey, aber deine Mutter dachte, wir verarschen die Fuhren. Ja, Bruder, dann glaubt man das, ne? Ja, das glaubt man gar nicht. Ich bin so am Telefon, ja, ihr Sohn hat bei einem Gewinnspiel gewonnen, so. Ja, hallo. Krass. Hallo. Hi. Hallo. Ja, ey, Glückwunsch, Bruder. Ja, Bruder, danke. Ja, hat mich gefreut, Digga. Cool, dass ihr das supportet habt, dass ihr mitgemacht habt, Digga. Nein, hab mich gefreut. Und ja, mein Kind. Bruder, stell mal vor, du bist auf Toilette am Wandern, du bist gerade am Kacken. Wandern, du hörst, irgendwer ist da, dann kommst du raus, irgendwer drückt dir einfach iPhone 14 in die Hand. Und sagt so, ey, toll, was geworden. Wir hatten aber auch Glück, dass sein Bruder direkt an der Tür war. Ja, die Mutter hätte doch mit Hände zugemacht. Dieses Fisterschmarrn, wer seid ihr? Wir waren schon so drin, wir haben uns selber so eingeladen. Scheinbar auch drin. Aber das war ein Hamid-Schlag, direkt nach dem Bruder, ich sag ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das so smooth klappt alles, ja. Mann, hätte ich auch nicht gedacht. Hamid hat weggecarried. Man kann sagen, ich bin ehrlich ein guter Dribbler. Ich kann so in so Situationen, wo man nicht weiß, was man machen muss, auch so improvisieren und so kann ich gut. Schlau im Leben, Bruder. Genau. Nicht schlau in der Schule, nicht schlau bei den Bitches, aber Abi konnte schlau in der Schule. Bitte, was soll das? Wenig schlau bei den Bitches. Aber bei den wichtigen Frauen, da kack ich rein. Bei den Bitches, Digga. Bei den Bitches bin ich da, Bruder. Wie bei eine den wichtigen Eins. Frauen, Bruder, scheißt man halt rein. Bei den wichtigen Frauen scheiß ich leider rein. Bei einem bin ich immer dumm. Ich chille auf meine Kette. Mein Gott. Ey, Umut ist wirklich verrückt, Bruder, ja. Warum? Also es gibt kaum irgendwen mit weniger... Also ich bin auch nicht der krasseste amerikanische Rapper-Kenner, aber er sagt Lil Gunner. Sagt zu, wie heißen die Migos, was hast du als erstes gesagt? Franklin. Er sagt Franklin. Dann sag ich, nein, der eine fängt mit Quay an, er sagt Quavey. Bruder, was? Keine Ahnung, Quavey. Quavey, ja, Quavo. Das hab ich dir danach gesagt. Nein, ja. Er sagt Quavey, Digga. Okay, jetzt sind wir bei diesem... Laden hier in dem Dorf. Döner, Burger, Haus. Das hört sich richtig komisch an, Bruder, ich sag euch ehrlich. Okay, mal gucken. Oh, von innen sieht gut aus. Okay. Und beeil dich. Beeil dich. Ich muss auch diese Shiggy-Attacke rauslassen. Aquaknarre. Bruder, mach jetzt bitte. Sag bitte, Papa. Was? Bruder, was machst du? Kann sein, dass du nicht Piss drin ist, sondern was anderes machst? Ich hab Herz. Ich bin schnell. Bei dir geht alles schnell, Bruder, ja? Warum weißt du das? Hast du mir heute original erzählt? Oder hast du ausprobiert mit mir? Okay, Allah. Oder sag nochmal bitte. Warte, sag mal bitte. Nein. Sag dir danach, ob richtig war oder falsch. Wen gibt es noch was von Rapper? Future. Hä? Future. Nein, sag nochmal richtig. Was? Es war falsch, Future. Lil Future. Lil Future, sagt er. Oh, ach Gott, habe ich ein Lil davor, Bruder. Woher soll man wissen, wer ein Lil hat und wer nicht, Bruder? Lil Dirk, Lil Uzi. Heißt Eminem oder Lil Eminem? Nein, Eminem, das weiß ich. Falsch. Nein. Falsch. Drake auch normal. Nein, Lil Eminem. Na, heißt eine Fresse. Nein, Eminem heißt aber auch nicht Lil mit Dings. Was? Eminem hat was anderes Eight vor sich. 8 Mile, Eminem. Nein. Wie, was? Big Eminem. Jeff, sucht ihr immer noch Aushilfe? Ja. Ja, mein Kollege Ahmed heißt er. Der könnte das, glaube ich, gut machen. Was soll der machen, Aushilfe? Was im Restaurant? Alles, was zu tun ist. Entschuldigung, Chef. Eine Frage, habt ihr Gönnergy da? Nee. Schade. Jungs, die haben kein Gönnergy. Nein, dann lass gehen direkt. Lass gehen, lass lieber, gehen, oder? Lass gehen, erst. Ja, dann lass gehen. Entschuldigung, Chef. Bitte. Habt ihr Gönnergy da? Nein. Ach, Mann! Mann! Eine Woche spät. Mann! Er kauft uns eh viel besser, ja? Abo, Bruder, das war respektlos. Ihn juckt das safe null, Digga. Ich sag, das war respektlos. Ihn juckt das gar nicht. Hey, wenn du Eier hast, gleich bei der Kasse, du fragst ihn, wann habt ihr wieder Energy? Das ist der nicht gerade gefragt hat. Bitte, Umut. Hi. Wann habt ihr wieder Energy hier? Ab Mittwoch, genau. Okay, dann, wie viel Uhr öffnet der Laden? 7 Uhr. 7 Uhr, 7 Uhr, 7 Uhr.
Ich glaube, der wurde schon so oft therapiert, er weiß wirklich den genauen Zeitpunkt, Digga, wann Gönnergy wieder da ist. Ab Mittwoch. Du konntest nicht mal mehr was sagen, Digga, weil er hat einfach direkt Antworten geliefert. Ich dachte, er sagt, ich weiß nicht, ich sag, Bruder, sag ungefähr so. Wollte sie sagen, ungefähr. Bruder, du hättest aber noch ein bisschen dribbeln können. Ich hab gefragt, wann Laden aufmacht. Ja, wann Laden aufmacht, 7 Uhr bin ich hier. Aber Raspberry Cheesecake ist dann da, wenn ich hier bin, ne? Mach mir mal einen zur Seite. Bruder, hätte mir nicht den Ding. Wanda, bitte mach mir mal einen zur Seite. Ich muss noch arbeiten, aber Bruder, nach der Arbeit ist es nicht. Bruder, ich muss Donnerstag, Wanda, weg meinen. Gibt es Rabatt für Kurden, Bruder? Sei mal ehrlich. Ey, bei Gott, Autofahrten mit Umut sind so seltsam. Bruder, erstens, ich frage ihm, hast du Seepferdchen? Ich habe mir schon gedacht, er sagt nein. Bruder, er sagt wo nein. Wo Seepferdchen machen, Bruder? Wo? Einfach im Schwimmbad, Bruder. Du kannst einfach ganz normal Seepferdchen abholen. Warum? Warum aus welchem Grund soll ich das machen? Geh ich ja, dann, Bruder, ja, okay. Das ist okay. Erwarte ich nicht von einem Kurden, dass er Seepferdchen hat. Jetzt kommt's. Travis Scott läuft, er sagt, wer ist das? Michael sagt, Travis Scott. Umut sagt, ist er tot? Ernst? Bruder, keine Ahnung auf den, ich will jetzt nicht so sein, aber ich weiß nicht, wer von den Dings. Tupac gemacht, nein, aber da gibt's doch auch Juice WRLD und so. Juice WRLD. Juice WRLD. Nein. 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 Weil er ist von toten Auferstanden, hat sich einfach... Er hat sich nochmal selber umgebracht, Bruder. Juice WRLD. Wie heißt der andere, Bruder? Wer? Der mit diesen 3X. XXXTentacion. Tentation, Bruder. Tentation, oder? Ja, Tentation, Digga. Oh mein Gott, ja, Tentation. Keine Ahnung. Okay, ich hab Essen, ich war zu hungrig, um aufzunehmen. Umut geht jetzt. Essen war 3 von 10 sowieso. Ja, Essen war echt hat nicht so gut, aber ich hatte sehr viel Hunger. Das war's mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Und abonniert den Kanal. Nein, Wallam, abonniert mich einfach lieber. Ab jetzt Daily Videos, wartet ab. Spaß, 3-mal die Woche, inshallah. Checkt Umut ab, Digga.